Guten Abend, gute Nacht. Es ist spät, ich weiß, um eins. Die Uhr lügt ja nicht, kann ja gar nicht lügen, weil es eine Funkuhr ist, die geht einfach ihren Weg. Ja, aber dadurch, dass wir heute Vorstellung hatten, ist diese Nummer 650, die natürlich wieder bedeutet Heiner Müller, so verspätet. Aber wie gesagt, das macht gar nichts, das ist überhaupt nicht schlimm. Heiner Müller hat erst 1992 seinen ersten Gedichtband rausgebracht. Obwohl er Gedichte schon sein ganzes Dichterleben lang geschrieben hat. Und aus diesem Gedichtband gibt es heute zwei Gedichte, die überschrieben sind mit zwei Briefe. Ja, so ist es. Eins. Ich sehe dich an der Schreibmaschine schwitzend, missbrauchbare Verse herstellen. Über den Erstickungstod im Netzwerk notwendiger Gesetze. Die Maurer, schreibst du, wurden als Mörtel gebraucht schon beim Bau der großen Mauer. Und immer noch werden große Mauern gebaut. Nichts Neues. Unter der Sonne, schreibst du. Du schreibst nichts Neues. Du hast gelernt, Antworten zu befragen. Der Beifall, der dich taub macht, ist er keine? Die schnellen Wirkungen sind nicht die neuen. Eine Begegnung am Abend nach unserem Gespräch. Zwei Republikaner auf dem Weg in die Betten diskutieren über Demokratie. Gut, das ist die Form, aber wo ist der Inhalt? Sie zählen die Jahre nach den Gehaltsaufbesserungen, die Monate nach dem Erscheinen des Magazins. Jeder ein Weiser nach Keuners Entwurf. Kein Gedanke, der nicht durch den Magen geht. Und keine Angst vor Pfützen wie bei Büchner. Kleine Köpfe, aber sie haben recht. Wenn sie deine Verse lesend sagen, was sagt uns dieser jemand eigentlich? Hat er die Rolle der Bodenreform nicht begriffen? Zwei. Was richtet ein Reim aus gegen die Strohköpfe? Fragst du. Nichts, sagen einige andere. Wenig. Shakespeare hat Hamlet geschrieben, ein Trauerspiel. Geschichte eines Mannes, der sein Wissen wegwarf. Sich beugend unter einen dummen Brauch. Er hat die Dummheit nicht ausgerottet. Wollte er nichts weiter schreiben als einen Steckbrief? Hamlet, der Däne, Prinz und Wurmfraß, stolpernd von Loch zu Loch aufs letzte Loch zu. Lustlos! Im Rücken das Gespenst, das ihn gemacht hat. Grün wie Ophelias Fleisch im Wochenbett, der Horizont. Die Rüstung dauert länger. Und knapp vom dritten Hahnenschrei zerreißt ein Narr das Schellenkleid des Philosophen, schlüpft ein beleibter Bluthund in den Panzer. Oder der missverstandene Brecht. Mit großer Zähigkeit und etwas Hoffnung. Mehr als den Bogen spannen konnte auch er nicht. Wie viele Strohköpfe überlebten ihn?
Sein Leben lang versuchte er eine Möglichkeit, den Nächsten nicht zu töten. Gegen Ende hatte er sie von Weitem gesehen, halb verdeckt von einem blutigen Nebel. Becher hat Schweiß vergossen beim Sonettbau für den Zusammenfluss von Wolga und Neckar. Werden die Jurabauern das Sonettwerk gelesen haben, wenn der Kommunismus ihnen den Boden von den Schultern nimmt? Für uns. Die Spanne zwischen nichts und wenig. Tatsächlich ist dieses Gedicht ein wirklich frühes Gedicht, wo er auch noch über seine Frau Inge Müller schreibt, die sich 1966 das Leben genommen hat, nach vielen, vielen Anläufen, und er sie gefunden hat. Und trotzdem sind diese Zeilen so sowas von heutig und jetzt und da, und ich beende mit ein paar Zeilen aus seinem Stück Zement von 1973. Das muss sein, leider. Du wirst der Wahrheit nicht entgehen und ich nicht. Was auf uns wartet auf dem Grund, sind wir. Die Beine gehen, die Arme greifen noch, das Herz, der Kopf, der Atem ein und aus. Was nicht zerbrochen wird, hat keine Dauer. Der Mensch ist wenig. Einer ist zu viel. Ja, ich lasse euch mal allein mit diesen heftigen Worten, aber ab und zu. Alle 50 einsprechen muss es sein. Schlaft gut. Schlaft einfach gut weiter oder habt einen tollen Morgen, einen tollen Freitagmorgen und hört euch das an. Ich grüße euch auf das Herzlichste.